Anna, 13 Jahre, behauptet, ich schaffe in einer Minute mehr Rollen unter Wasser als der erfolgreichste deutsche Freiwasserschwimmer Thomas Lurz. Klein gegen groß, auf los geht's los. Wann immer Anna möchte, starte die Zeit von einer Minute. Wir sind bei 15 Rollen. Noch 30 Sekunden. Noch 10 Sekunden, Anna, gibt Gas. Ja. 36 waren's. Langsam, wir haben Zeit. Hallo? Ja, du da, ja, dich meine ich. Wenn dir das Video und der Kanal gefällt, dann abonnier ihn doch und denk an die Glocke. Dann verpasst ihr keine Videos. Also, weiter geht's. Thomas! Jawohl. Oh, jetzt macht aber hier einen auf dicke Hose hier. Deutschland Badekappe, Germany Lurz. Die hast du auch? Ja. Ja, okay. Also, schwimmst du mit Polo? Nee, ich geh jetzt rein. Ach so. Ja, mach nur. Aktuelles Kampfgewicht? Naja, 1,5 Kilo zu viel, so 77, aber ich habe noch bis Juli Zeit. Okay, dann steht der nächste große Wettkampf an? Richtig, das sind dann WM in Barcelona. Ich glaube, die Menschen werden dich jetzt noch mehr im Blick haben. So, Thomas, rein ins Becken. Das habe ich eben schon bei dir gesehen. Warum ist der... Ja. Super, Herr Lurz. Oh, er hat noch, du hast noch Sonnenbrand auf dem Rücken. Ja? Ganz gewaltig, ja. Ja, okay. Aber mit dem Abzug vom Badeanzug, mit dem Abdruck. Ja? Okay. Oh ja, die Freiwasserschwimmer. Ja? So, wenn du bereit bist, wann immer, dann startet auch bei dir die Zeit. Wenn du unter Wasser gehst, auch dir natürlich viel Glück. Anna, wir gucken gut hin. Eine Minute auch für Thomas Lurz. Los geht's! Oh, gibt auf jeden Fall mal ordentlich Gas am Anfang. Naja, mal gucken, ob er das Tempo durchhält, Anna. Das sehr knapp, ja. Noch 20 Sekunden. Oh, er lässt nach im Tempo. Anna. Das schafft er nicht, meinst du? Schafft er nicht? Ich werde verrückt! Oh. Wahnsinn! Wow! Thomas, das war eine Entscheidung um Haaresbreite, ein Fotofinish. Frau Gerling, wir haben ganz genau hingeschaut, auch mit dem Ablauf der Zeit. Boah,
Und vielleicht kriegen wir die Uhr noch mal. Vielleicht sehen wir das Ende noch mal. Auf jeden Fall, es war 35, dann warst du halb rum, dann war die Zeit um. Und dementsprechend gewinnt Anna dieses Duell mit 36 zu 35. Dankeschön, Ilona Gerling. Und wenn ihr noch mehr coole Videos sehen wollt, geht direkt hier weiter und lasst natürlich ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr gar nichts mehr.